Ich habe dir gerade gesagt, dass ich Laura sehr geliebt habe. Das stimmt nicht. Ich liebe sie immer noch. Und die Sorge um sie und die Ungewissheit, was mit ihr passiert ist, bringt mich fast um. Irgendwas ist passiert. So nervös habe ich sie, seit ich hier bin, noch nicht erlebt. Vielleicht hat sie irgendwas mit dem Zeitungsartikel zu tun. Dass mich keiner sucht, das war gelogen. Ganz klar. Aber auch sonst, sie war ja fast panisch. Die Polizei glaubt, sie hätte alles getan. Was soll denn das heißen? Sie haben die Suche eingestellt. Offiziell. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Das ist wohl verrückt geworden, das kann er doch nicht machen. Bitte, Alex, beruhig dich. Laura ist nicht weggelaufen, verdammt nochmal, geht das nicht in eure Köpfe? Ja, und was soll die Polizei denn jetzt bitte machen? Was sollen sie machen? Ihren Job sollen sie machen. Aber es gibt keine Hinweise. Sollen sie Hinweise suchen? Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Aber es gibt nun mal diesen verdammten Abschiedsbrief und da drin steht... Hör mal zu, dieser Brief, ja, der ist von Laura. Aber das ist ein Hilferuf, sie wurde gezwungen, den zu schreiben. Gezwungen? Von wem, Alex? Bitte, Alex, bist du dir wirklich so sicher? Du willst ums Verrecken glauben, dass sie abgehauen ist, ja? Nein, das will ich... Hast du das dem Kommissar so gesagt? Hast du das so gesagt? Es gibt doch noch mehr Hinweise, dass sie entführt wurde. Ihre Wohnung, ihre ganzen Sachen sind noch da. Hast du mal drüber nachgedacht? Ich bin auch nicht begeistert von der Entscheidung der Polizei, Alex. Wirklich nicht, aber vielleicht... Du bist mein Bruder und du fällst mir in den Rücken. Darf ich mich zu dir setzen? Ja, bitte. Ich möchte mich nicht mit dir streiten, Werner. Tja, an mir soll es nicht liegen. Du glaubst, dass ich deine Sorgen um Laura nicht verstehe. Das stimmt aber nicht. Und vielleicht waren meine Worte wegen des Abschiedsbriefes ein wenig unüberlegt. Ich wollte Laura bestimmt nichts unterstellen. Aber man muss zumindest in Erwägung ziehen, dass der Brief echt sein könnte. Du hast überhaupt nichts verstanden. Ich sorge mich nicht nur um meine Tochter. Mir geht's genauso um Alexander, der mit seinen Nerven am Ende ist. Aber du glaubst, ich will nur Laura saubere Weste wahren. Deshalb halte ich deiner Meinung nach an einer Entführung fest. Das stimmt nicht. Ach komm, glaub von mir aus, Laura hätte sie aus dem Staub gemacht. Aber auch wenn ich in deinen Augen nicht Alexanders Vater bin, mit dieser Haltung wirst du deinen Sohn verlieren. Lass uns doch in Ruhe weiterreden. Wenn du mich jemand reden willst, wende dich an Alfons. Der hat dich ja immer schon besser verstanden. Und jetzt als offizieller Vater seid ihr beide doch ein Traumpaar. Bitte, Herr Dreschke, es wäre mir sehr wichtig. Heute geht's auf keinen Fall. Nur diese zwei Termine. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Sonst jederzeit gerne, aber ich kann Ihre Termine heute nicht übernehmen. Ja? Bitte nur noch das eine Mal. Bitte. Tanja, geht es nicht so gut. Ich bin heute mit ihr verabredet und ich kann sie heute auf keinen Fall alleine lassen. Alexander? Ja? Dieser Kommissar Schuster hat nach dir gefragt. Ja, das trifft sich gut. Den Kerl wollte ich sowieso sprechen. Wieso? Gibt's Probleme? Probleme? Nein. Die Polizei hat sich nur entschieden, den Fall aufzugeben. Was? Sie stellen die Ermittlungen ein, weil sie glauben, dass Laura mich verlassen hat. Ja, und kann man da irgendwas tun? Ja, schick den Kerl zu mir, wenn er kommt, und zwar so schnell wie möglich. Was willst du denn machen? Willst du versuchen, ihn umzustimmen? Ja, auf jeden Fall. Ich lass nicht locker, bis Laura wieder hier ist.
Der nimmt meinen Abschiedsbrief nicht ernst. Wo ist Werner? Ich muss ihn sofort sprechen. Er ist da, aber er will nicht gestört werden. Warten Sie. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sie müssen das schon akzeptieren. Was nehmen Sie sich heraus? Ihr Friedensangebot war offensichtlich pure Heuchelei. Wie kommen Sie darauf? Sie nützen die Situation doch nur aus, um einen Keil zwischen Werner und mich zu treiben. Ich wäre jetzt gern allein, Frau Saalfeld. Es ist besser, Sie gehen. Ich lasse mich nicht aus meiner eigenen Wohnung werfen und von Ihnen schon gar nicht. Sie holen jetzt sofort Werner. Und ist es Ihnen lieber, ich mache es? Elektroden musst du dann einfach reinstecken. Okay. Hast du dem Kommissar wirklich gesagt, dass du nicht an eine Entführung glaubst? Naja, nicht so direkt. Sondern? Nein, nein, warte. Sondern? Ich habe mich erstmal für Alexanders Verhalten entschuldigt, für seinen rüden Umgangston. Und dann haben wir über Alexanders Anschuldigungen gegen Gregor gesprochen. Die nicht stimmen können, weil wir Gregor zur Tatzeit im Hotel gesehen haben. Eben. Ich konnte ja nicht wissen, dass die Polizei daraufhin die Ermittlungen einstellt. Aber es wird jetzt viel schwieriger, Laura zu finden. Das habe ich nicht gewollt. Außerdem glaube ich, dass Laura einfach Angst bekommen hat. Ja, Alexander hat sich dann was reingesteigert und die Polizei ist darauf eingestiegen, Miriam. Wie kannst du die Gefühle der beiden so in Frage stellen? Ich habe noch nie eine größere Liebe gesehen als die von Laura und Alexander. Ist ja gut. Ich hab's nicht böse Nein, gemeint. Nichts ist gut. Du kannst dir nicht mal vorstellen, dass zwei Menschen sich so sehr lieben können. Du glaubst nicht an die absolute Liebe. Hey, was ist denn jetzt mit dem Training? Ja, was ist denn noch? Wir haben doch alles besprochen. Du kannst doch unseren Streit nicht einfach so stehen lassen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ja, na bitte, du musst dir doch die Chance geben, sich zu erklären. Ich lasse euch mal allein. Ich habe jetzt keine Lust auf irgendwelche Machtspiele. Meinst du ich? Es geht um unsere Kinder. Sie brauchen jetzt unsere Unterstützung als Eltern. Ganz egal, ob du Alexanders leiblicher Vater bist oder nicht. Es ist jetzt nicht wichtig, was mit Alfons ist oder Barbara. Jetzt zählt nur eins. Wir müssen am selben Strang ziehen und zusammenhalten. Charlotte. Ich habe wirklich Angst um unsere Kinder. Nein, nein. Meine Verlobte hat mich nicht einfach verlassen. Wir planen eine gemeinsame Zukunft in Brüssel. Wir haben neue Jobs da. Wir haben unser gemeinsames Kind. Es gibt keinen einzigen Hinweis auf eine kriminelle Handlung. Warum zum Teufel wollen Sie mir das nicht glauben? Hä? Herr Saalfeld, ich bin nicht ganz unerfahren, was Frauen angeht. Und Frauen sind letztlich undurchschaubare Wesen. Ich weiß, dass Ihnen das nicht schmeckt und dass Sie die Trennung oder auch Flucht als allerletzter wahrhaben wollen. Es ist aber schön, dass Sie sich so in mich hineinversetzen können. Laura Mahler ist erwachsen und kann machen, was sie will. Und sie hat sich ganz offensichtlich gegen Sie entschieden. Ich glaub das einfach nicht, verdammt nochmal! Was bilden Sie sich eigentlich ein? Sie sind sowas von inkompetent. Wollen Sie mir jetzt drohen? So wie dem Journalisten neulich? Nein. Nein, die Polizei, dein Freund und Helfer. Wissen Sie was? Auf die Hilfe kann ich verzichten, bitte. Noch ein Wort und Sie bekommen eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Ich finde alleine raus. Thank you.
Du hast einen miserablen Brief geschrieben, Laura. Alexander glaubt kein Wort, er sucht immer noch nach dir. Du hast dir keine Mühe gegeben. Es war doch klar, dass unserer Liebe so einen Brief nichts anhaben kann. Ach, das war klar. Du wolltest uns austricksen. Uns? Mich und mein Baby. Du bist uns enttäuscht, Laura. Entschuldigung, wollte ich nicht. Bist doch ein braves Mädchen. Hm? Warum wolltest du uns dann austricksen? Warum, Laura? Ich kann nichts dafür, dass Alexander nicht glaubt, dass ich ihn verlassen habe. Doch, kannst du schon. Und als Strafe besuche ich dich heute Abend nicht mehr. Dann kannst du über deine Fehler nachdenken. Jetzt ist sie vollkommen durchgeknallt. Ich muss vorsichtiger sein. Sie ist nervös und unberechenbar. Aber vielleicht ist das ja auch eine Chance. Wenn sie nervös ist, macht sie Fehler. Dieser elende Ignorant, ich glaub das einfach nicht. Du musst jetzt diesen Ärger über den Kommissar vergessen und einen klaren Kopf bewahren. Ja, ist ja recht. Aber irgendwas muss ich unternehmen, ich dreh's uns durch. Also, Herr Michler, Sie müssen sofort kommen. Was gibt's denn so Dringendes? Wir haben Probleme am Counter. Ich habe jetzt keine Zeit. Aber es ist wichtig. Xaver, Sie wollen mich doch immer vertreten, oder? Dann regeln Sie es jetzt allein. Ab. Alfons, ein Privatdetektiv. Ich engagiere einen Privatdetektiv. Ja, der wird zumindest mehr Engagement zeigen als dieser Kommissar Schuster. Ja, auf jeden Fall. Aber mehr Anhaltspunkte als die Polizei hat der auch nicht. Wir müssen Anhaltspunkte schaffen. Und wie? Ich setze ein Lösegeld aus. Ja. Weißt du, dass das eine gute Idee ist? Ja. Bis jetzt gibt es doch noch gar keine Forderung. Wenn es einen Führer gibt, dann wird er Kontakt zu mir aufnehmen. Ganz bestimmt. Was ist denn? Nichts. Das kaufe ich dir nicht ab. Schieß los. Wenn du an Alexanders Stelle wärst, wie würdest du reagieren? Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber würdest du glauben, dass deine Freundin dich einfach so verlassen hätte? Ohne mir vorher was zu sagen? Nein, das glaube ich eher nicht. Ich auch nicht. Schau mal, ich kenne die beiden nicht so gut. Aber wenn sie wirklich so verliebt waren, wie du sagst, dann hätte Alexander doch mitgekriegt, wenn in der Beziehung was schiefläuft, oder? Eben. Und jetzt lass uns weitermachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Freundin einfach so durchbrennen würde. Das passt nicht zu meinem Bild von Liebe und Vertrauen. Wenn nur Robert das auch so sehen würde. Wie kommst du jetzt darauf? Ich glaube, Roberts seltsame Haltung hat dazu beigetragen, dass die Polizei ihre Ermittlungen eingestellt hat. Quatsch, Miriam. Robert hat damit nichts zu tun. Die Situation ist im Moment einfach schwer einzuschätzen. Alle Saalfelds sind ein bisschen durcheinander, verständlicherweise. Du darfst das nicht so hochhängen. Und was soll ich jetzt machen? Versuch einfach, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und unterstütz Robert lieber, anstatt ihm Vorwürfe zu machen. Vielleicht hast du recht. Nicht nur vielleicht, sicher sogar. Und jetzt konzentrier dich mal. Hast du vielleicht eine bessere Idee, wie ich an die Nachricht von Laura komme? Nein, aber Lösegeld. Jeder Mensch hat seinen Preis. Dieser Entführer wird sich bei mir melden, ganz bestimmt. Hauptsächlich werden sich Menschen melden, die geldgierig sind. Trittbrettfahrer, meinst du? Ja, oder irgendwelche Spaßvögel, die einen schlechten Scherz machen. Die Sache ist im Versuch wert, auf jeden Fall. Wir müssen an diesen Menschen rankommen. Wenn es ihn überhaupt gibt. Oh nein, nicht du auch noch, oder? Was? Glaubst du etwa auch, dass Laura mich verlassen hat? Wir wissen doch nichts. Und dann noch dieser Brief? Lässt du mich jetzt auch im Stich, so wie Robert. Das kannst du nicht machen. Stehe ich ganz alleine da. Hey. Egal, was passiert ist und was passieren wird, ich werde dich immer unterstützen. Ich werde immer zu dir stehen. Verspreche ich dir. Thank you.
Alexanders Vorwurf ist total ungerecht. Du musst ihn verstehen. Er ist... Danke. Er ist verunsichert und verletzt. Ja, klar. Aber mich einen Verräter zu nennen, das schießt ein bisschen über das Ziel hinaus. Das hat er sicher nicht so gemeint. Doch, hat er. Hast du denn noch mal mit ihm geredet? Nein, warum sollte ich? Weil es deinem Bruder viel schlechter geht als dir. Mag sein. Jetzt hackt auch noch Miriam auf mir rum und dreht mir einen Strick aus meinem Feder. Ich wollte Alexander nur unterstützen, wirklich. Er hat einfach alles in den falschen Hals gekriegt. Ist völlig durchgedreht. Du glaubst also auch, dass Laura den Brief aus freien Stücken geschrieben hat? Eigentlich habe ich immer gedacht, dass Laura Alexander nie verlassen könnte. Aber? In diesem Brief steht was anderes. Hubert, entschuldige, wenn ich störe, aber ein Gast will unbedingt einen Paimutan-Tee. Mhm. Entschuldige, um Himmels Willen, was ist das? Gibt es überhaupt? Ja, richtig, das ist ein weißer Tee. Davon müssten wir noch einen Rest haben. Gut. Würdest du mir bitte verraten, wo? Im Regal müsste er sein, bei den anderen Tees. In so einer grün-weißen... Oder ist er in der Dose in der Küche? Ja, wo denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine Zeit. Schau halt nach. Ja, nein, gar nicht. Ich habe keine Zeit. Ich bin mit Mike verabredet. Was mache ich jetzt? Ich will schon Überstunden wegen Paimutan. Wann? Ach. Irgendwann bringe ich sie noch um. Naja, wir sind alle ein bisschen nervös und gereizt. Das ist ja auch kein Wunder. Du hast mir doch erzählt, Laura und dieser Gregor wollten heiraten. Ja. Und, was hältst du von dem Lösegeld? Ich finde deine Idee völlig richtig. Wirklich? Puh, das freut mich. An welche Summe hast du gedacht? 100.000. Das wird nicht reichen. Wieso meinst du? Wir müssen doch bei dem Entführer von jemandem ausgehen, der gar nicht vorhatte, Lösegeld zu erpressen. Und um so einen Menschen zu ködern, braucht es, glaube ich, viel mehr Geld. Ich war mir bei 100.000 schon nicht sicher, ob ich das auftreiben kann. Ich wollte dich auch fragen, ob du dich beteiligen würdest, aber bei noch mehr... Frag doch. Das heißt, du würdest dich... Beteiligen, ja. Wirklich? Hör mal, mein Junge. Laura ist meine Tochter, ist doch klar, dass ich dich unterstütze. Es ist nur nicht einfach, eine sechsstellige Summe so schnell aufzutreiben. Aber das schaffe ich schon. Danke. Danke, das vergesse ich dir nie. Und wenn ich den Fürstenhof aufgeben muss? Für Laura ist mir kein Preis zu hoch. Du hast einen miserablen Brief geschrieben, Laura. Alexander glaubt kein Wort, er sucht immer noch nach dir. Er wird mich nicht aufgeben. Was wird Helen jetzt machen? Die Entführung stresst sie ja offensichtlich. Sie wird immer nervöser. Ich hatte gerade echt Angst vor ihr. Wenn ich sie nochmal provoziere, wer weiß, wozu sie fähig ist. Ich darf mich ihr gegenüber nicht so gehen lassen. Das schafft nur einen Graben zwischen uns und dann komme ich nicht mehr an sie ran. Helen will nur eins. Und das ist das Baby. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen und sie dazu bringen, einen Fehler zu machen. Alexander braucht mehr Hinweise. Ich muss ihn drauf bringen, dass es Helen ist, die mich hier festhält. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das bloß? Die frische Luft tut mir gut. Ich glaube, ich hatte ein Glas zu viel Wein. Ja, jetzt weißt du alles. Abend. Was glaubst du? Hat Laura Gregor nur geliebt, weil sie Alexander für ihren Bruder hielt? Am Anfang schon. Aber später waren ihre Gefühle für ihn echt. Aber kann es nicht sein, dass Laura Gregor immer noch liebt? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nur eins, dass... Nachdem sie herausgefunden hat, dass sie und Alexander keine Geschwister sind, ja, plötzlich alles anders war. Was ist passiert? Was ist passiert? Ach, Mama. Sie war hin und her gerissen. Wir haben alle bemerkt, dass ihre Gefühle für Alexander, ihre Liebe, neu entflammte. Aber plötzlich stand sie ja zwischen zwei Männern. Das kann ich gut verstehen. Mir ging es ja auch mal so.
Du weißt, Alfons, Werner. Vielleicht hast du ja recht, Robert. Der Zeitpunkt der Hochzeit ist immer etwas Besonderes. Ja, und dann hat Laura plötzlich alles in Frage gestellt und hat Panik bekommen und ist Hals über Kopf geflüchtet. Ja, so sehe ich das. Und so habe ich das auch dem Kommissar gesagt. Und das war einer meiner größten Fehler. Du darfst Alexander nicht sagen, dass du genauso denkst wie ich, bitte. Natürlich nicht. Aber du musst deinem Bruder seine heftige Reaktion nachsehen. Es tut mir leid, dass es mit unserem Brief nicht funktioniert hat. Es war nicht mein Brief. Es war dein Brief. Ich habe akzeptiert, dass das dein Kind ist, Helen. Ich würde nichts tun, was das Kind oder dich in Gefahr bringt, nie. Das hast du schon getan. Es ist dumm gelaufen. Weißt du, vielleicht liegt es daran, dass meine Verbindung zu Alexander einfach so eng ist. Da reicht ein Brief nicht aus. Willst du noch einen schreiben? Nee. Wahrscheinlich hätte ich ihm eine Sprachnachricht überlassen sollen oder so. Dann brauche ich ihm nur noch die Nachricht auf die Mailbox. Ja. Also ich glaube, das wird ihn enorm beeindrucken, wenn er meine Stimme hören wird. Ja. Ich könnte nach München fahren und eine Telefonzelle benutzen. Würde mich auch nicht verraten. Glaubst du, das funktioniert, ja? Mann, quatsch hier nicht rum. Ich besorg alles. Darf ich reinkommen? Ich wollte zwar gerade zur Arbeit, aber dir ist schon klar, dass wir gestern Abend verabredet waren. Ich habe ziemlich lange auf dich gewartet. Ich weiß, ich konnte nicht anders. Ich musste alleine sein und nachdenken. Und? Und ich will mich bei dir entschuldigen, wegen der Sache mit Alexander und dem Kommissar, dass ich dich so fertig gemacht habe. Das war nicht okay. Und warum auf einmal? Freunde haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich dich lieber unterstützen sollte, anstatt dir Vorwürfe zu machen. Ja, Felix hat das gesagt. Schon komisch, dass du erst mit anderen Menschen reden musst, um zu erkennen, dass ich meinem eigenen Bruder nicht in den Rücken fallen wollte. Ich hab doch gesagt, das tut mir leid. Und damit denkst du, ist alles aus der Welt? Glaubst du nicht auch, dass mir eine Winzigkeit an meiner Schwester liegt? Doch, klar, natürlich. Ich war einfach irritiert, dass du Laura so einfach unterstellst, sie hätte sich von Alexander getrennt. Jetzt sag schon, was du meinst. Ich glaube, es geht gar nicht um Alexander oder Laura. Ich kriege immer mehr das Gefühl, dass du mir beweisen willst, dass mit der Art, wie ich dich liebe, etwas nicht stimmt. Wie kannst du sowas sagen? Weil es die Wahrheit ist. Deshalb musst du zur Arbeit. Excuse me. Ja, grüß Sie Gott. Was kann ich für Sie tun? Where can I get gas? Excuse me, do you speak English? Oh, this is English. This is English. Oh. So, what can I do for you? I want gas. Gas.
Gas. You want to cook in the room? No, this is not no, possible. Oh, no cooking. No gas. You have cold. We have heating. What cold? Zentralheizung. Central? Yeah. Where? In the room. No, not in the room. Outside. Outside? Nein, da haben wir keine Heizung. Gas. You need a lighter. Oh, lighter. Yeah. The gas. It's gas. Station. Station? Station. Station in German is Bahnhof. Yeah, train. Train, car. Ding ist hier, Gaststätte, wie heißt das? Tankstelle. Gas station. Tankstelle. Xaver, bitte. Zeig's dem Herrn. Dann nehmen wir den Ausgang am besten. I'll show you the way, Mr. Tarot. All right. Alfons? Morning. Weißt du, wo Alexander ist? Ja, der ist mit Werner in München. Geld organisieren. Geld? Ja, Lösegeld. Aber bei wem hat sich denn ein Entführer gemeldet? Ja, bei niemand. Es gibt keinen Entführer. Sie wollen ihn aber mit dem Lösegeld ködern. Na, großartig. Wer hat denn diese Schnapsidee? Unser Sohn. Dieser blinde Aktionismus bringt doch nichts. Wenn es jemand gäbe, der Lösegeld erpressen will, dann hätte er sich schon längst gemeldet. Ja, das habe ich Alexander ja auch gesagt. Aber er und dein Mann waren einfach nicht zu bremsen. Aber ich verstehe das schon. Alexander braucht irgendwas, woran er sich festhalten kann. Ja, ich verstehe das ja auch. Aber hättest nicht du ihn von dieser dummen Idee abbringen können? Ja, wie denn? Hätte ich es ihm verbieten sollen? Ja, vielleicht hast recht. Vielleicht hätte ich resoluter auftreten sollen, aber wenn wir Alexander nicht so lang verschwiegen hätten, dass ich sein Vater bin, dann hätte ich heute bestimmt mehr Einfluss auf ihn. Alfons, ich sehe doch, wie Alexander auf dich reagiert. Du bist deinem Sohn sehr wichtig. Und vor allen Dingen hat das nichts damit zu tun, was Laura passiert ist. Ich habe schon eine Botschaft vorbereitet. Ich dachte, ich kann den Text. Nein. Was du denkst, spielt doch schon lange keine Rolle mehr. Das hast du vielleicht schon mal, oder? Jetzt schau nicht so, lies doch erst mal. Lieber Alexander, nach unserer geplatzten Hochzeit. Ich mich neu verliebt. Von dir schwanger, die Liebe meines Lebens. Nee, das ist Quatsch, so rede ich ja nicht. Das glaubt er nicht. Wieso denn? Naja, weil das ist nicht meine Sprache. Also wenn ich ein paar Veränderungen... Keine Veränderung, Laura! Enttäusch mich nicht schon wieder. Entschuldige. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Ein bisschen mehr Begeisterung, hm? Okay. Also komm, dann Aufnahme. Lieber Alexander, nach unserer geplatzten Hochzeit habe ich eine Bestätigung für mein Handeln gefunden. Ich habe mich neu verliebt. Ich weiß, ich bin von dir schwanger. Ich habe dich für die Liebe meines Lebens gehalten. Das geht so nicht. Was, wieso denn? Ja, mit diesem Text halten wir ihn nie und nimmer von der Suche ab. Was willst denn du sagen? Das Problem ist einfach, solange er glaubt, dass ich ein Kind von ihm im Bauch habe, wird er nicht aufgeben. Das schwöre ich dir. Immer wieder dasselbe mit diesen Bankfritzen. Immer was von ihnen will. Na, ihr zwei. Habt ihr das Geld bekommen? Dann war am Händedruck haben wir bekommen, sonst nichts. Die Summe ist ihnen einfach zu hoch. Was genau haben die denn gesagt? Ja, sie müssen erst die Sicherheiten prüfen. Als ob das hier nicht Sicherheit genug wäre. Na, jedenfalls haben sie sich Bedenkzeit ausgebeten, aber das kann natürlich dauern. Ja. Hoffentlich nicht zu lange. Wenn Laura oder dem Baby irgendwas passiert, dann... Komm, Junge. Lass den Kopf nicht hängen. Ich versuche es eben bei einer anderen Bank.
Wie wär's denn, wenn ich das Problem löse? Ganz unbürokratisch. Du? Ja, es wird sich ja nicht leicht, so viel von heute auf morgen aufzutreiben, aber ich würde euch gern mein Geld zur Verfügung stellen. Das würdest du für mich tun? Ja, sicher. Wir beide sind doch ein Paar. Da steht man füreinander ein, das ist selbstverständlich. Du bist immer wieder für Überraschungen gut. Danke. Danke, vielen, vielen Dank. Das vergesse ich Ihnen nie. Sag ihm einfach, du hast dein Kind abtreiben lassen. Glaubt er mir nicht. Und dann schreibt es jetzt. Glaub mir, Helen, ich kenne Alexander mittlerweile wirklich gut. Er wird mir das nicht abnehmen. Hast einen besseren Vorschlag? Ich könnte ihm sagen, dass ich das Kind verloren habe. Wenn er mir eventuell abnimmt, dass ich ihn verlassen habe, okay, das könnte ich mir noch vorstellen, aber nie im Leben, dass ich mein Kind abgetrieben habe. Weißt du, ich sag ihm einfach, ich habe es verloren. Und dann sage ich ihm noch, dass ich nicht mehr wiederkomme, weil ich erkannt habe, dass er eigentlich nur ein Saalfelderben von mir wollte. Und den kriegt er nicht und deshalb. Ist endlich mal eine gute Idee von dir. Hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht? Ich war überhaupt nicht an mir interessiert. Dieses ganze Saalfeldpark. Die wollten nur das Baby in meinem Bauch. In den Saalfeld erben. Das ist gut, nimm es auf. Hallo, Alexander. Laura. Willst du meine Frau werden? Ich fühle mich so frei. Ohne die ganzen Lügen, ich kann es dir gar nicht sagen. Du bist nicht frei. Was heißt das, ich bin nicht frei? Eine Lüge gibt's noch. Du und Alexander. Ihr seid keine Geschwister. Wir beide. Es geht nicht. Er ist der Mann meines Lebens. Na, ist was in deinem Büro kaputt oder sonst wo? Nein, es ist alles in Ordnung. Ich will mich bei dir entschuldigen. Ich habe dich völlig zu Unrecht verdächtigt. Ist schon okay. Ich weiß ja, wie verzweifelt du bist. Danke. Danke. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir... Vielen Dank für deine Entschuldigung, aber ich brauche jetzt nicht alles zu wissen, was du vorhast, okay? Gregor, du willst doch auch, dass Laura gefunden wird. Ich will nichts mehr, als dass Laura gefunden wird. Und wenn du konkrete Hilfe von mir willst, dann kriegst du die natürlich auch, aber... Aber was? Ich kann jetzt nicht auf große Verbrüderung mit dir machen. Ist das so schwer zu verstehen? Nein, natürlich nicht. Wirklich, ich verstehe das, aber ich möchte dir was sagen. Ich werde ein Radiointerview geben. Ich werde ein Lösegeld aussetzen und ich gehe davon aus, dass dein Führer sich meldet. Hm? Ich freue mich, dass du und Alexander euch wieder näher gekommen seid. Aber? Naja,
Ich habe dir doch gesagt, dass ich die Idee des Lösegeldes nicht so gut finde. Alexander und ich finden sie aber gut. Wieso sollte ein Entführer plötzlich anspringen, der es bisher gar nicht auf Geld abgesehen hat? Wahrscheinlich melden sich nur Betrüger, die Alexander das Leben zur Hölle machen. Ein gewisses Risiko muss man eingehen. Vielleicht funktioniert der Plan ja. Vielleicht aber auch nicht. Verdammt nochmal, ich muss irgendetwas tun. Verstehst du das denn nicht? Diese Warterei macht mich einfach verrückt. Ich verstehe dich schon. Aber? Hast du eine bessere Idee? Nein. Aber Alexander wäre einmal mehr enttäuscht und das will ich nicht. Charlotte, du redest doch sonst so gern von Zusammenhalt. Aber wenn es darauf ankommt, dann fährst du deine eigene Linie. Laura ist meine Tochter. Für sie tue ich alles. Hier geht's aber auch um meinen Sohn. Hast du das schon vergessen? Wenn du nicht an einem Strang ziehen willst, dann musst du deinem Sohn die Idee alleine ausreden. Aber Gott sei Dank gibt es noch andere Menschen, die uns selbstlos unterstützen. Barbara zum Beispiel. Sie stellt das Lösegeld zur Verfügung, für das ich ihr verdammt dankbar bin. Alexander übrigens auch. Oh, was machst du denn für ein Gesicht? Was ist denn passiert? Ah, okay. Was hat denn Roberto wieder angestellt? Eigentlich nichts. Du weißt schon, dass ich ein riesengroßes Herz für liebeskranke Frauen habe, oder? Doch. Und zwei so eine Ohren. Ganz groß. Ich weiß auch nicht. Irgendwie läuft das immer schief mit Robert. Ich wollte mich bei ihm entschuldigen, aber irgendwie versteht er immer alles falsch. Wieso? Was hat er denn gesagt? Dass es mir gar nicht um Laura und Alexander geht, sondern dass ich beweisen will, dass irgendwas mit seiner Liebe nicht stimmt. Und? Was und? Meinst du nicht, dass er recht hat? Glaubst du das etwa auch? Also ich finde schon, ich glaube, es erweckt zumindest den Eindruck, als hättest du die fixe Idee von Roberts Liebesfähigkeit in Frage zu stellen. Ja. Und das verunsichert Robert. Ich habe aber eine gute Frage, die Entscheidungsfrage für dich. Pass auf. Was sagt denn dein Herz? Ganz tief drin. Ich weiß, was ich fühle. Ich liebe Robert. Und das ist gut. Bereit für die Entscheidungsfrage Nummer zwei? Zweifelst du wirklich an Roberts Liebesfähigkeit? Eigentlich nicht, nein. Ach, vielleicht hat mich die Entführung von Laura doch sehr mitgenommen. Frag mich mal. Ach, Entschuldigung, sie ist ja deine beste Freundin. Das ist schon okay. Es geht immer um Robert. Felix hat mir auch schon den Marsch geblasen. Mhm. Ich glaube, ich habe echt Mist gebaut. Familie Hoffmann von 19.30 Uhr bis 22 Uhr, vier Personen, Tisch 7. Das Ehepaar Berger von 18 bis 20.30 Uhr, welcher Tisch? Tisch 3. Tisch 3. Und schauen Sie bitte nach, ob der Hummer angekommen ist. Mach ich. Danke. Ah, Herr Saalfeld. Ich soll Ihnen ein Kompliment ausrichten. Das Ehepaar Röhling hat gestern Abend ihr Menü über den grünen Klee gelobt. Sie wollen mit Ihrem Club jetzt öfter im Fürstenhof speisen. Das freut mich. Etwas anderes allerdings erfreut mich weniger. Und das wäre? Ich schätze es sehr, dass Sie Miriam bei ihrer Therapie unterstützen, wirklich. Aber es geht mir gegen den Strich, dass Sie mit Miriam über meine Beziehung sprechen und ihr auch noch gute Ratschläge erteilen. Dafür kennen wir uns zu wenig. Das mag sein, ja. Aber ich bin ein alter Freund von Miriam. Und wenn sie mich ins Vertrauen zieht und nach meiner Meinung fragt, dann gebe ich eine ehrliche Antwort. Ich habe nicht die Absicht, dieses Thema zu vertiefen. Ich denke, die Sache ist damit erledigt. Ziehen Sie sich Handschuhe an. Wenn es nötig ist, gerne. Und, was hältst du davon? Typisch für Werner, dass er einen Alleingang macht. Da steckt sicher diese Frau von Heidenberg dahinter. Damit will sie nur sein Vertrauen kaufen. Ja, das glaube ich auch. Aber du solltest trotzdem besonnen handeln. Was würdest du denn tun? Schwer zu sagen. Aber
Lass dich nicht auf einen Kampf mit dieser Frau ein. Das bringt nichts. Du musst noch mal mit Werner reden. Er ist so wütend. Das hat momentan gar keinen Sinn. Also das mit diesem Lösegeld, das finde ich überhaupt keine gute Idee. Das lockt doch nur Trittbrettfahrer an. Wie kann ich Alexander nur helfen? Ich kenne ihn. Er wird nicht ruhen, bis Laura wieder da ist. Er liebt sie eben über alles. Er wird sie suchen, bis er sie gefunden hat. Er braucht Unterstützung bei der Suche. Das ist der Punkt. Xaver, was fummelst du schon wieder am Rechner rum? Ich wollte meine E-Mails checken, aber ich bin da, glaube ich, in die Reservierung reingeraten. Ich glaube, ich habe da was gelöscht. Sag mir, geht's dir noch gut? Schau, dass du es wieder hinkriegst. Ich bin hier nur Page, ja? Ich kenne mich damit nicht aus. Muss man hier neuerdings sein Gepäck selber schleppen oder was? Könnte sich einer der Herren vielleicht freundlicherweise bemühen? Siehst du? Danke. Passen Sie auf. Jetzt können Sie persönlich nach Japan fahren und mir das Porzellan ersetzen. Können Sie mir das Ticket bezahlen? Entschuldigung. Ah, die kleine Waschfrau. Geht's Ihnen gut? Ach, die Frau von Heidelberg. Der Grund für Ihre gute Laune ist mir wohl bekannt. Das denke ich mir. Waschfrauen sind ja furchtbar neugierig. Wenn Sie glauben, Sie können sich Werners Liebe erkaufen, dann täuschen Sie sich. Mein Gott, ich will nur helfen, aber das verstehen Sie ja nicht. Sie und helfen, das ist ja das Allerneueste. Ihre Lösegeldspende ist doch reine Berechnung. Und die wird sich noch als Fehlinvestition erweisen. Schönen Tag noch, Frau von Heidelberg. Gut, jetzt hören Sie mir mal zu. Meine Frau ist schwanger. Und genau deswegen ist das so dringend. Natürlich, ich will diese Rede so schnell wie möglich halten. Hören Sie, Sie sind doch sonst der Sensationsgeil. Warum kommen Sie mir da nicht entgegen? Was soll das? Natürlich weiß ich, dass das ungewöhnlich ist, aber... Alexander, ich muss mit dir reden. Kleinen Moment, bitte. Ja, ich bin wieder da. Also, heute geht's nicht? Gut, aber morgen. Das muss morgen stattfinden. Gut, ich rufe Sie noch mal an. Danke. Entschuldige, was gibt's? Ich habe eine Idee. Viel besser, als das Lösegeld auszusetzen. Lass hören. Wir sollten ein paar der besten Privatdetektive engagieren, die sich auf die Suche nach Laura machen. Das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich meine, warum sollte ein Detektiv mehr rausfinden als die Polizei? Aber ich rede doch nicht nur von einem, ein ganzes Team. Im Gegensatz zur Polizei haben Detektive einen triftigen Grund, Geld. Ich weiß nicht. Aber ich, glaub mir. So ist das Geld viel besser angelegt. Die finden Laura. Egal, ob es einen Entführer gibt oder nicht. Moment mal. Willst du mir damit sagen, dass Laura mich verlassen hat? Ganz ausschließen kannst du das nicht. Eine Ehre, dass du noch hier bist. Es gibt ja schönere Orte für einen Hund. Alexander holt uns hier raus. Ich habe ihm geschrieben, dass ich mein Kind verloren habe. Das bringt ihn auf Helen. Helen hat nämlich sein Kind verloren. Und dann holt er uns raus hier. Aus dem Loch. Krieger. Hallo. Sag mal, gibt's was Neues von Alexander? Ja, er hat sich bei mir entschuldigt. Ich glaube, jetzt wollte auch nicht mehr, dass ich was mit der Sache zu tun habe. Das freut mich. Er plant eine Rettungsaktion. Was denn für eine Rettungsaktion?
Er will eine Radioansprache halten und dem Entführer Lösegeld anbieten. Lösegeld? Wie viel? Ach, das wird bestimmt eine ordentliche sechsstellige Summe werden. Die Saalfelds lassen sich da bestimmt nicht lumpen. Ja, ich muss weg. Ciao. Ach so, Laura hat mich verlassen. Hm? Willst du mir damit sagen, dass sie mich nicht mehr liebt? Es ist doch, wie es immer war zwischen Laura und dir. Was meinst du denn damit? Du kannst sie nicht leiden, du hast sie noch nie gemocht. Das stimmt doch nicht. Ach Quatsch, natürlich stimmt das. Was hast du uns schon Knüppel zwischen die Beine geworfen, ey? Kannst du sowas sagen? Die Situation war schwierig. Ja, schwierig. Weißt du, wie schwierig das für uns war? Hä? Wenn es nach dir ginge, dann wüssten wir doch bis heute nicht, dass wir keine Geschwister sind. Ich weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe, aber das... Aber, ja? Wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre, wenn du nicht abgestürzt wärst, wenn wir dein Tagebuch nicht gelesen hätten, dann wüssten wir es doch bis heute nicht. Aber so wollte ich das doch nicht. Hör doch auf mit deinen fadenscheinigen Ausreden. Ich kann das nicht mehr hören, jetzt wirklich. Hörst du mir aber mal zu. Jetzt hörst du mir zu. Du bist schuld, dass Laura weg ist. Also Robert kapiert einfach nicht, dass er die Nähe zwischen Miriam und mir akzeptieren muss. Ach, Herr Tarasch auf Abwägen. Die Polizei ist raus. Was ist da mit dem Entführer? Ja, wenn er sich meldet, dann kriegt er sein Geld. Ich will Laura. Hey, ist nicht so schlimm. Mach dir keine Sorgen. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Was machen wir denn dann? Ich werde genau das machen, was ich Laura versprochen habe im Radio. Ich werde sie suchen. Wenn es sein muss, bis ans Ende meines Lebens. Und ich werde sie finden. Ich verspreche es dir. Ich werde Laura finden. Sie muss mich umbringen. Sie wird mich umbringen.